Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen, Artist Coaching. Murnau Movie Music Today Again. Ja, schön, dass ihr da seid. Und heute wollen wir schon mal in erste Zwischenergebnisse wieder reinschauen. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren neuen Track, der eben gerade erst erschienen ist in unserem Dateiordner. Und ansonsten habe ich jetzt mal angefangen und habe die Sachen, die wir schon haben, mal ein bisschen sortiert und in eine Ableton-Datei hineingequetscht, sodass wir gleich gemeinsam mal reinschauen, reinhören können. Und wie ist die Stimmung bei euch? Alle gesund? Na los, macht doch mal die Kameras an, damit ich euch am Padda-Quellgebiet sehen kann. Bestimmt hängt ihr alle draußen rum. Nee, oh, Schreibtisch, oh man, das tut mir leid. Ja, guck mal, alt, Wahnsinn hier, fast unaufgefordert. Aber guck mal, hier wenigstens, Jannis Baumert sitzt wenigstens auf der Terrasse, das ist doch schon mal gut, top, herrlich. Okay, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und entspannt und zufrieden. Jetzt gibt es ja langsam erste Lockerungen, Sommerfrische kommt auf, gutes Feeling und so. Und wir haben jetzt einfach noch ein paar Wochen Zeit, was ganz gut ist. Also, damit ihr ein bisschen einen Überblick nochmal habt, es steht zwar alles auch auf Panda, aber ich sage es trotzdem gern nochmal. Also, heute werden wir, wie gesagt, ein bisschen schon mal zusammensetzen, nochmal ein bisschen weiter gucken, was wir so haben. Nächste Woche nochmal das Gleiche und dann müssen wir so langsam an die Zusammensetzung der verschiedenen Dinge geben. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen angefangen, aber die letzten drei Wochen, die wollen wir nutzen, um da auch nochmal ja, die eine oder andere Korrektur vorzunehmen, die Themen nochmal aufeinander abzustimmen. Also ihr werdet sehen, dass es wichtig ist, dass ihr eure Themen und eure Produktion möglichst offen und flexibel haltet, weil einfach ich gemerkt habe, das kann ich gleich an einem konkreten Beispiel auch nochmal zeigen, dass man manchmal für bestimmte Übergänge die Tonarten aneinander anpassen muss. Und genau, und damit das nicht irgendwie mit großem Pitch-Shifting-Audiomaterial Manipulation stattfindet, schaut mal, dass ihr viele Sachen als MIDI-Daten am Start habt, weil damit ist es natürlich am einfachsten, Dinge zu verändern. Naja, und dann brauchen wir immer noch unsere Hauptthemen. Also ich schaue noch mal kurz in unseren Überblick. Ich kann wieder mal daran erinnern, dass also ich gerne, dafür hatten sich Pascal und Amelie angemeldet, mal ein Olli-Thema hätte und auch gerne ein Granier-Thema. Dafür hatte sich Kim gemeldet. Sie hat zwar schon eine ganz tolle Sache abgegeben, die wird gleich vielleicht auch nochmal hören, aber ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, immer Themen vorzustellen. Ich habe es ja letzte Woche auch nochmal gesagt, dass ich das als uns als Komponisten, Produzenten, Team verstehe und dass jeder sich einbringen kann. Ja. Eierkopf-Thema wäre auch wichtig. Sehen wir auch gleich, wenn wir uns mit dem Ablauf mal, den ersten Ablauf mal beschäftigen, dass das ganz wichtig ist. Mutter-Granier-Thema, sage ich gleich was dazu. Da hat Kilian letztes Mal schon was ganz Schönes vorgestellt. Ich habe das auch jetzt mal mir gemeinsam mit der Szene angeguckt oder mit einer der Szenen, wo die Mutter auftaucht. Ich finde, das funktioniert ganz gut, aber dazu gleich später mehr. Dann haben wir den Gerichtssaal von Robin, der wirklich sehr gut ist. Und da wäre jetzt natürlich schön, wenn man so aus dem Bereich Staatsanwalt oder diesen Richtern und so, die man da in der Szene sieht, wenn man da auch noch mal ein bisschen was bekäme. Also da wären jetzt Marcel Wegner, Carsten Weger und Luis Majkowski angesprochen. Und ja, das Tanzsaal-Thema, das neue, haben wir ja letzte Woche schon uns angeschaut. Tim war vielleicht letzte Woche nicht da, aber ich habe ihm das per Mail jetzt auch nochmal geschrieben. Das finde ich ganz gut.
Schwarzer Storch liegt schon vor, ist ziemlich gut geworden, sollte möglichst auch noch ein bisschen angepasst werden, haben wir ja besprochen. Und ja, es steht noch aus Goldene Traube, Mordmusik und Titelmusik Überarbeitung. Gut, aber das war ja jetzt auch wirklich nur so ein grober Überblick und wir werden feststellen, dass es immer mehr zusätzliches Material geben wird und wir auch diese einzelnen Themen nochmal mit was anderem verschneiden müssen. Deswegen auch nochmal der wiederholte Aufruf, wer noch von euren Gruppeneinteilungen, die wir vorgenommen haben, diese Excel-Tabelle nicht eingereicht hat, bitte nachholen. Weil ich habe schon ein bisschen angefangen, dieses Hauptskript vorzubereiten, aber es fehlen leider immer noch Gruppen, die noch nicht abgegeben haben. Ja, und ich möchte das ungern alles dann alleine machen. Okay, so viel dazu erstmal. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche oder Grüße oder... Nee. Ja gut, okay. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich zeige euch mal, was ich jetzt eingerichtet habe. Denn mein Wunsch wäre, dass wir in dieser Zusammensetzungsphase, wenn wir alle möglichen Themen gebaut haben, dass wir dann eine Ableton-Datei haben, wo alle Sounds und Ideen zusammenlaufen. Das heißt also, Stichwort Flexibilität im Themenumgang, nicht nur sollt ihr darauf achten, dass das tonartmäßig oder so sich eventuell noch ändern könnte, dass sich das soundmäßig noch ein bisschen ändern könnte, dass wir die Sounds eventuell aneinander angleichen müssen und so, sondern auch, dass ihr Einzelstamps habt. Also achtet peinlichst genau drauf, dass ihr wirklich auch weiterhin die Projekte behaltet und nicht aus Versehen irgendwie löscht, ist alles schon passiert. Also wir brauchen hinterher keine Stereo-Tracks, sondern wir brauchen einzelne Stamps. Also es würde dann irgendwann so laufen, ich würde erstmal auf Grundlage dieser Stereo-Tracks, die ihr mir hochladet, mosaikhaft in einem Ableton-Projekt alles zusammenbasteln. Und dann, wenn das schon sozusagen halbwegs in Beton gegossen ist, brauche ich von euch nochmal die Einzelstems, damit wir das noch ein bisschen feinschliffmäßig überarbeiten können und da gegebenenfalls auch Übergänge draus generieren können. Das kann man sich natürlich am besten vorstellen, wenn man sich das genau anguckt. Deswegen gehen wir jetzt mal in das Projekt hinein. Und zwar, ich werde den Bildschirm teilen. Ich würde aber davon ausgehen, dass ihr wie immer eine viel bessere Tonqualität habt, wenn ihr zu meinem YouTube-Kanal springt. Dann könnt ihr genauer reinhören und könnt vielleicht das auch ein bisschen besser sehen als jetzt bei der Bildschirmteilung. Ja, vielleicht macht ihr das und ich gebe dann nachher wieder, so wie ich das sonst auch immer gerne gemacht habe, ein bisschen Zeit, um dann zu wechseln. Also, schaut mal her. Das ist jetzt so der erste Zwischenstand. Ihr seht, ja, ich bin ja ein positiv denkender Mensch und verstehe mich als fördernder Künstler und Pädagoge. Deswegen formuliere ich das jetzt mal ganz positiv. Da ist schon einiges da. Okay, es gibt hier und da noch ein paar Lücken, die zu füllen sind. Aber wir haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Übrigens hatte ich am Montag ein sehr schönes Telefonat mit der Murnau Stiftung, die uns übrigens für unsere Abschlussparty am 20. Juli freie Getränke spendieren. Vorausgesetzt natürlich, wir liefern auch tolles Material. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt nochmal den... Ich weiß nicht, vielleicht haben das einige nicht mitbekommen, deswegen sage ich es nochmal. Ich habe jetzt den
Release-Termin, unseren Abschiedsabend, auf den 20. gesetzt, weil am 21. ist Musikproduktion Abschiedsabend, Abschlussabend. Ich wollte die eigentlich ursprünglich mal miteinander kombinieren, weil ich davon ausging, dass das eben beides digitale Formate sein werden. Ich denke aber, wir können das ohne Angst zu haben, in der Kulte stattfinden lassen. Wer da Befürchtungen hat, ist natürlich nicht gezwungen und muss nicht kommen, sondern kann dann digital zugeschaltet sein. Also wir werden auf jeden Fall unser Projekt live streamen. Aber ich fände es toll, wenn wir uns am 20. dann auch alle vis-à-vis begegnen könnten. Und vielleicht, das würde ich gerne noch offen halten, vielleicht können wir ja sogar die Sachen, die Ideen, die Songs, das Material zum Film live spielen. So, also das hier ist jetzt unser Ableton-Projekt, das Master-Ableton-Projekt, von dem alles ausgehen wird. Und vielleicht ist das für Ableton-User jetzt an der Stelle auch nochmal interessant. Ich habe das in einem separaten Video schon mal gezeigt, aber wiederhole das hier gerne nochmal. Also das ist hier einfach der Film, den ich hier reingezogen habe. Deswegen sehen wir hier, das ist eigentlich die Audiospur, aber auf der Audiospur ist ja nichts drauf. Deswegen sind die Linien hier einfach straight bei Null. Und wenn ich jetzt Steuerung Alt V drücke, öffnet sich das Videofenster. So, und dazu läuft jetzt der Audio-Track. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, was ich ganz toll finde am Intro, ist dieses Schreiben hier. Ich guck mal, dass ich das noch ein bisschen lauter hinbekomme. Kann man hören, oder? Und ich habe dieses... Ich höre gerade nichts, aber ich bin auch nicht auf YouTube. Aber ja, genau. Okay. Sekunde mal, dann muss ich das kurz mal stoppen. Ich stoppe mal kurz hier. Wie ist es mit den anderen? Können die was hören? Konnte bei Zoom auch nichts hören. Es war sehr, sehr, sehr leise. Und bei YouTube auch nicht. Oh nein, wie schrecklich. Ja, da müssen wir das alles nochmal, ändern. Warte mal. Ist das richtig eingestellt? Aber mich hört ihr ja offensichtlich. So, jetzt hört ihr mich leise. Kleiner Soundcheck. So. Sehr, sehr leise. Wollen wir ja natürlich nicht. Ich lasse mal was laufen. Nee, das ist nicht, kommt nicht da an, wo es ankommen soll. Letzte Woche war es doch, ging es doch auch. Ich muss hier mal kurz ein bisschen was umschalten. Habt ihr vorhin Intro-Musik gehört, bevor es losging? Bevor ich gesprochen habe? War da irgendwas da? Da war was da, okay. Komisch. Kurzen Moment. Ist doch eigentlich alles richtig. Hm.
So, wir nähern uns, glaube ich, oder? Hört ihr kratzende Gitarren? Ja, die höre ich. So einigermaßen? Ja. Verstehe ich jetzt nicht, was das... Also das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein Rätsel. Immer diese technischen Probleme hier. Ah, okay, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Scheiße. Gebt mir 2 Minuten. Na, das hört sich doch viel besser an, oder? Wo sind eure Daumen? Ich will eure Daumen sehen. Ja, danke schön. Wisst ihr, das ist das Problem, wenn man im Studio zu viele Soundkarten und Mischpulte stehen hat, zwischen denen man umschalten kann, dann gehen solche Dinge gerne schief. So. Haben wir wieder was gelernt, würde Markus Kafka jetzt sagen. So, aber jetzt gehen wir auch wirklich zurück und hören zum 1000. Mal diese schönen Gitarren am Anfang. Und zwar teilen wir den Bildschirm. Also, zack. So. Und zwar, wo war ich vorhin stehen geblieben? Also, wir sehen hier oben den Movie. Den kann man wirklich ganz einfach reinziehen. Also, auch wenn ihr irgendwelche privaten Videofilme gedreht habt, könnt ihr die einfach bei Ableton genauso wie eine Audiospur einfach hier importieren durch Drag and Drop einfach reinschieben und über den Kurzbefehl Äpfelchen, Alt, V, öffnet sich das Videofenster. So weit waren wir eben auch schon mal gekommen. Und jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie schön das ist mit diesem Intro. Schandner-Weltstadt wurde 2006 von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung auf Grundlage eines Originalnegativs des Bundesarchiv-Filmarchivs. So, und ich hatte ja letzte Woche schon mal gesagt, dass ich diese Idee mit dem Schnellvorlesen super finde. Jetzt habe ich nur noch eine Zusatzaufgabe für die Gruppe. Und zwar, achtet mal drauf, jetzt ist der Text schon zu Ende, aber das Bild vom Text ist noch da. Sehr schön. Das heißt, es müsste euch gelingen, das noch so auszuarbeiten, dass es genau aufgeht. Also, dass wirklich der Text, die Textsprache endet mit
Ende der, des Texteinblendens. Und das ist auch irgendwie auch ein schönes Feature. Man kann dieses Fenster hier, dieses Videofenster, vergrößern und verkleinern und dann hat man einen guten Überblick auch über das Audiomaterial. Und ich kann zum Beispiel hier einfach ein bisschen zurück- und vorspulen. So, und das andere Thema, was euch auch betrifft als Gruppe oder Gruppenmitglieder, also wie gesagt, das wäre wichtig, dass man hier das jetzt entsprechend langsamer einspricht und so timet, dass es an dieser Stelle vorbei ist. So. Was mir an dem Thema gut gefällt, ist grundsätzlich das mit dem Gesang Schatten der Weltstadt. Wir hatten schon drüber gesprochen, das ist eigentlich ein bisschen zu ironisch und zu, humoresk ist. Also wir müssen bedenken, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass es der erste Eindruck ist, den man so hat. Und ich meine, das ist ein sehr tragischer, dramatischer Film und der sollte natürlich entsprechend irgendwie auch vorgestellt werden. Aber ich finde es gut, mit sowas wie Schatten der Weltstadt zu starten. Und ich habe ein bisschen hin und her überlegt, was man machen könnte. Und zwar, jetzt kommt's, die Idee, der Vorschlag. Wenn ihr das Ganze harmonisch etwas eindunkelt, funktioniert das. Also ihr habt ja jetzt D-Dur, A-Dur und mein Vorschlag wäre, geht mal auf D vermindert, ja, also Töne D, F, Ass und dann löst sich das Ganze auf in A, Cis, E, Is, also A übermäßig. Dann habt ihr einen Sound, der schon mal sehr spooky, sehr gruselig ist und das könnte dann auch mit den Gitarren zum Beispiel funktionieren. Also ihr müsst diesen ganzen Tonvorrat jetzt auf diesen Akkordtonvorrat anpassen. Also dann haben wir D, F, Ass und A, Cis, E ist, was wieder F ist. Ja, und das ist sozusagen euer Main Tonvorrat, den ihr benutzen sollt. Und dann schaut mal, ob ihr dieses Schatten der Weltstadt Thema, Gesangsthema auch in diesen Tonart-Sound hineinbekommt. Und da habt ihr schon was ganz Gutes angelegt. Aber ich würde es weiterdenken. Also wirklich Schatten der Weltstadt. Dann nochmal wiederholen. Schatten der Weltstadt. So zum Beispiel. Nur eben, ich kann das jetzt nicht vorsingen, während ich die anderen Harmonien höre, aber angepasst natürlich an den neuen Harmonievorrat. So. Wir schauen mal weiter. Ja, und richtig übel nice wäre es natürlich, das hatte ich vielleicht letzte Woche auch schon mal gesagt, ich wiederhole das gerne, wenn das Tempo des Motivs hier, Dudel, Didel, Dudel, Didel, Dudel, Didel, angepasst wäre an die Texteinspielung. Versucht mal rauszufinden, indem ihr Subdivisions, also Kleinunterteilungen, mitschnipst zu dem Textablauf. Also ihr wisst, was ich meine. Also das zum Beispiel immer nach einem Takt wupp. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das wäre jetzt zu spät. Also dass ihr es genau anpasst an diese Personenreihung. An diese Auflistung. Ansonsten ist das, finde ich, auf einem guten Weg. Kann was Tolles draus werden. Und ich finde aber auch, dass dieses Schatten der Weltstadt, das darf gerne weiter wiederholt werden. Es könnte echt so ein Main-Theme werden. Probiert das mal aus. So, da endet das Ganze. Wenn die Nacht sich über die Großstadt senkt, und das ist eigentlich auch toll. Was ich hier nicht brauche, ist dieser Radiosound. Ich weiß, wie es gemeint ist. Da habt ihr so gedacht, da machen wir ein bisschen auf alt. Aber braucht man eigentlich nicht. So,
Und jetzt brauchen wir eben für diese ganze Strecke hier, wie schon mal erwähnt, sehr viel Material. Und das ist gar nicht mehr so festgelegt, wie ich mal gesagt habe. Ne? Wer immer da Ideen dazu hat, kann gerne etwas basteln. Wir springen mal so ein bisschen umher. Also ihr wisst, was uns noch fehlt, ist hier zum Beispiel, vielleicht kann man das auch noch mal so schön ähnlich singen wie das andere. Das wird sich natürlich alles ein bisschen düsterer anhören, wenn ihr diesen neuen Tonvorrat benutzt. Aber das hier lässt sich ja genauso schön rhythmisieren, wie ihr das gemacht habt. Und ein, was heißt das Wort eigentlich, was man da nicht lesen kann? Salami? Kann das, ich glaube, da steht Schrei. Was steht da? Schrei. Ah ja, macht ja auch Sinn. Irgendwas, was verklingt. Eine Salami kann ja schlecht verklingen. Und ein Schrei verklingt im Dunkel der Nacht und flockert weiter 4000-fach. Also das könnte ähnlich sein, aber wie gesagt, im entsprechenden Tonvorrat bitte. So, und schauen wir weiter. Wie gesagt, hier passiert jetzt irrsinnig viel. Das Tanzsaal-Thema funktioniert gut. Ich habe das da schon mal ausprobiert. Ein kleines technisches Problem, und das ist jetzt nochmal wichtig für alle zu wissen. Es ist schwierig mit Ableton, wenn man mit mehreren Filmsequenzen arbeitet. Das heißt, wenn ihr neue Vorlagen liefert, brauche ich die doppelt. Ich brauche die einmal als zum Beispiel MP3, das wäre jetzt das Einfachste zum Hochladen und Speicherplatz, am wenigsten speicherplatzintensivsten und eben so ein Movie, wenn ihr das so macht, wie viele von euch das jetzt schon gemacht haben. Das, was ich eigentlich ganz gut finde, dann weiß ich genau, wo es sein soll und kann das dann entsprechend drüber ziehen. Denn das Problem ist hier, wenn ich eine Filmsequenz habe, die schon vertont ist, dann, vielleicht sieht man das hier, wenn wir da gleich an die Stelle kommen, wird es ein bisschen problematisch, dann wird nämlich immer der andere Film übernommen. Und ich habe das schon hingeschoben, hin und her, kreuz und quer. Das funktioniert leider nicht. Tim Schwede hat ein Begehr. Ja, jetzt ist, glaube ich, mein Rechner so ein bisschen... macht so ein bisschen Probleme. Wir gucken uns gleich das, die Sequenz von Kim nochmal an. Aber ich will kurz mal hören, was Tim uns zu sagen hat. Ja, hi. Hi. Wegen dem Tanzsaal. Ja. Lorenz und ich, wir hatten uns gedacht, dass da jetzt nicht die ganze Zeit das gleiche Thema durchlaufen sollte, weil das ist ja schon eine relativ lange Passage, die du da gerade schon gekennzeichnet hattest. Ja. Wir dachten uns, da werden ja viele Leute zum ersten Mal vorgestellt. Und wenn wir von denen dann ein Thema hätten, könnten wir das, ich glaube, das Tanzsaal-Motiv war in F, dann könnten wir das vielleicht in Ableton, wenn wir das als MIDI hätten, auch in F ändern und vielleicht damit reinpacken. Genau. Ich weiß natürlich nicht, ob das nachher funktioniert, aber das war jetzt so unsere Idee dazu. Ja, das ist eine super Idee. Genau richtig. Also ich würde folgenden Vorschlag machen. Ihr habt ja... Warte, lass mich mal kurz an die Stelle gehen, wo das ja, Kim-Thema können wir später noch angucken. Gerichtssaal. Ist es das hier? Warte mal. Ja, genau. Ich spiel's mal kurz ab. Vollkommen richtig, was du sagst. Also wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel das Saxophon wegdenken und nur mal auf die Begleitung achten, dann ist es ja trotzdem schon erkennbar, dass das ein sehr freshes Thema ist, was gleichzeitig noch viele Möglichkeiten der Variation hat. Also mein Vorschlag wäre jetzt, meine Idee wäre jetzt, dass ihr mal
Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das gemacht hat, ob du das warst, Tim oder mehrere zusammen, spielt auch keine Rolle, dass ihr einfach mal für diese erste Tanzsaalstrecke, die ja relativ lang ist, so eine Art Gerüst baut. Also das heißt, im Prinzip so eine Art Playback ohne die Saxophon und so, ja, also vielleicht, oder vielleicht sogar nur diesen Groove. Und da haben wir nämlich dann, wenn wir die anderen Themen haben von den Personen, die da vorgestellt werden, wie du es gerade gesagt hast, haben wir die Möglichkeit, das schon mal so zusammenzuschieben. Oder dann hat die jeweilige Gruppe, die schon ein Thema hat, die Möglichkeit, das selber schon anzupassen. Dann müsst ihr das nicht alles machen, sondern es ist schon mal so eine Basis da. Also das fände ich ganz gut, wenn ihr das so zeitnah mal machen könntet. Ja? Ja, können wir gerne machen. Könntest du da noch einmal kurz sagen, von wo bis wo du dieses Tanzsaal-Thema siehst? Weil es ja nicht unbedingt alles im gleichen Raum stattfindet. Also von wo bis wo sollten wir jetzt dieses Gerüst machen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es hier das erste Mal einmal, wir können ja mal gemeinsam reingucken. Ah ja, muss ich erstmal wieder alles teilen hier. Sekunde. Ich habe mir schon angewöhnt, so Übergangsmusik zu singen. Kann man natürlich auch verwenden. So, also, da ist unser Filmchen. Übrigens, Leute, ihr seid doch alle kreativ. Guckt euch das mal an, dieser Wassersturz. Ich finde den ja genial. Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. So Sachen, so Filterfaden und das finde ich zum Beispiel auch total spannend, dass man hier, man sieht, dass etwas ins Wasser fällt und untergeht, man weiß aber nicht, was es ist und dann arbeitet man mit der Illusion, als würde man hören, man weiß schon, was es ist, ich weiß, aber man arbeitet mit der Illusion, dass man als Zuschauer mit unter Wasser sich aufhält. Also da, genau, man denkt ja, man soll ja denken, dass diese Person das ist und jetzt könnte man diese Illusion bauen, dass man das selbst als Zuhörer ist. Ihr wisst, was ich meine, ja, Unterwassersound. Und aus diesem Unterwassersound heraus kommt dann wieder dieses Thema, was wir vom Anfang kennen und modifiziert haben. Aber nicht so in happy und humoresk wie hier, sondern natürlich in der beschriebenen Aufdüsterung. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt spulen wir hier ein bisschen vor. Ich weiß nicht, liebe Ableton-User, ob ihr diese Funktion eigentlich kennt. Die habe ich auch erst sehr spät gelernt. Man kann einfach hier mit dem Cursor auf diese Zahl gehen und die dann vorsichtig nach oben oder nach unten schieben und dann kann man spulen. Oh, fantastisch. Hier müsste das Tanzsaal-Thema starten. Das darf dann auch ruhig so ein bisschen angefröhlicht sein, ja. Weil wir wissen ja, also hier ist groß Sektempfang und so und irgendwo spielt auch die Band. Außerdem finde ich das gut, wenn das hier schon so anskizziert ist, weil wir die einzelnen Leute ja sehen. Also die Band ist auf jeden Fall ja gleich irgendwann zu sehen. Die spielen natürlich da die ganze Zeit, muss da irgend so eine Band leise im Hintergrund spielen. Aber vielleicht kann man das eben dann auch so mit Überlappungen machen. Na, hier werden die alle vorgestellt. Also immer noch Tanzthema, Tanzthema, Tanzthema. Weiter, weiter, weiter. Minister und so. Alles shiny, happy people. Man könnte auch sagen, Arschgeigen unter sich. So, und hier ist es eigentlich, also es ist eine lange Strecke und man muss vielleicht auch wirklich nur gucken. Ich glaube, hier muss es schon rausgehen, weil das ist ja hier so, diese drei Lästerköppe, die frauenverachtende Sprüche und Gesten hier raushängen lassen, die brauchen schon ein bisschen was Eigenes. Und auch ich finde, dieser Blick von Granier und dann dieser Kommentar, finden Sie es eigentlich anständig, so über eine Dame zu sprechen, das braucht nochmal einen anderen Sound. Und wir hatten da ja irgendwann mal, correct me if I'm wrong, Emily,
schon mal so drüber gesprochen, dass es auch ein Thema gibt, so ein Verachtungsthema oder sowas in der Art. Also um deine Frage, Tim, zu beantworten, ich glaube, so bis hier müsste so das Grundgerüst gehen. Ja, ungefähr bis hier zu diesem. Und wenn jetzt diese neue Stelle kommt, diese neue Szene. Ja, also 5,58 darf es dann schon sich so rausblenden. Ich schätze, wir werden musikalisch auch viel mit Überblendungen arbeiten. So, jetzt kommt hier dieses Lester-Gedöns. So, und jetzt geht man hier in ein Hinterzimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein bisschen von dem Tanzsaal-Thema wieder aufgreifen. Das würde ich dann aber eventuell mal ausprobieren und anlegen. Also für euch wäre wichtig, dass dieses, bis was ich gerade sagte, 5,58, glaube ich. Und das ist ja hier eine ganz andere Szene. Da brauchen wir auch noch was, ne? Also hier ist ja... Schwierige Spannung in der Luft. So, auch das ist interessant, das Ministerthema. Ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten, was alles noch fehlt, aber ich möchte euch einfach ermutigen, genau. So, und jetzt ist das Bild leider nicht so richtig stabil. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt, aber das ist jetzt das, was Kim schon beigesteuert hatte, was ich auch ehrlich gesagt nach wie vor ziemlich gut finde. Könnte noch ein bisschen ausgearbeitet werden, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob man diese Hyatt-Figur da am Anfang schon braucht. Aber ich mag diese Sentimentalität und vor allen Dingen mag ich diese Kusssequenz, die gleich kommt. Das ist so ein... Ja, normalerweise läuft das flüssig. Aber das ist echt schön. Ja, und das ist eine gute Idee mit der Filterfahrt an dieser Stelle. Alles schon mal besprochen. Gehen wir weiter. Ich zoome uns mal durch den Film. Wie gesagt, ich bin der Meinung, direkte Rede sollten wir nicht vertonen. Das könnte irgendwie albern wirken. Aber was ich mir vorstellen kann, das sehen wir gleich in einer anderen Sequenz, dass man so mit so Instrumentalthemen spielt, die sich fast so anhören, als wäre es was Gesungenes. So, das hier, liebe Freunde des Tanzsaals, ab 11:36 könnte eine Variante des Tanzthemas sein, was mal so kurz aufploppt. Vielleicht in einer anderen anderen Tonart. Ja, und ihr seht, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit insgesamt, der wir ausgesetzt sind. Also klar, hier sind noch viele Lücken. Nur je mehr Themen wir haben, desto leichter können wir auch solche Übergänge bauen. Und ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was hier vorher in welcher Tonart wie steht und wie man jetzt das Tanzsaalthema angleichen könnte. Aber es wäre halt gut, wenn wir das, wenn ihr alle ein bisschen weiter bastelt, damit das hinterher nicht so ein Riesengewürge wird. So. Aha, schon wieder Tanzthema. Also wenn ihr noch eine weitere Idee habt, was so stilistisch in eine ähnliche Richtung geht wie euer Tanzthema, aber sich noch ein bisschen ausweitet. Also Stichwort Refrain, Bridge, Outro. Dann immer her damit. Das ist übrigens etwas hier, könnte das Liebesthema, was Kim ja schon so ein bisschen anskizziert hat, wieder auftauchen. Und Kim, wenn du das hier hörst, gerne weiterarbeiten an dem Thema. Ich hatte ja schon mal ein paar Sachen dazu gesagt, was ich mir da vorstelle, wie die Melodie oder so weitergehen könnte. Hier ist wieder die Band. Also ihr seht, euer Tanzthema wird immer mal wieder auftauchen. So, aber jetzt ist es, wenn überhaupt, nur im Hintergrund zu hören. Denn jetzt ist hier Spooky Spookensen angesagt. So, es lebe die Liebe. Oh, zynischer geht's eigentlich nicht, oder?
So, jetzt spielt übrigens, hier sieht man im Hintergrund die Band spielen, zumindest den Geiger. Und wir haben ja dieses schöne Saxophon. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier eine Melange bauen aus, ein bisschen im Hintergrund ist euer Tanzthema Groove anskizziert. Wir brauchen aber für diese Szene ein schönes Thema, was vielleicht generiert ist aus dem Olli-Thema und dem Minister-Thema. Vielleicht aber auch dieses, was wir genannt haben, Unterdrückungsthema. Und das gepaart mit diesem Saxophon oder einfach mit dem Saxophon-Sound. Okay, da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber reden, aber da ist ja einfach noch nichts da. Deswegen kann ich da kurz reingerätschen? Ja, voll gerne, unbedingt. Ich will gar nicht den ganzen Tag hier alleine genau, weil da, ja? Da ist ja gerade jetzt auf die Mordszene. Ich mache mal kurz das Video an. Sieht man mich? Ah, ja. Da ist ja die Mordszene und ja. Ich habe da mit meinem Grüppchen versucht, ab der Szene, wo sie den Saal verlässt, so ein bisschen was zu basteln. Das haben wir jetzt noch nicht hochgeladen, weil es ist alles noch in einem sehr experimentellen Stadium. Aber ich habe mir gedacht, ich kann ja mal so erzählen, was so der Plan ist. Wir hätten tatsächlich auch das Tanzsaal-Thema genommen, beziehungsweise einfach die Tanzsaal-Mucke und erstmal so einen Low-Pass-Filter und einen Hall draufgelegt. Wenn sie aus der Tür, also wenn sie diesen Saal verlässt, dann kommt sie ja zu ihm und die Idee war so ein bisschen, das Thema auf so eine schräge Art und Weise zu verfremden. Also wir haben da so eine singende Säge eben gesampelt. Geil. Ich weiß nicht, wie viel der Niklas da letztes Mal erzählt hat, da konnte ich nicht. Ob der schon was davon erzählt hat. Wenn ja, genau. Muss ich zugeben, habe ich es vergessen. Ja. So ein bisschen eine gruseligere Variation von dem Tanzsaal-Thema. Super, ja, finde ich gut. Und wenn ich da noch eine Ergänzung zu machen darf, also so, wenn ich jetzt höre, das ist noch so nicht richtig fertig und so, das muss auch gar nicht richtig fertig sein. Also habt da jetzt keine Befürchtungen mit irgendwie, also fertig sind wir sowieso erst am 20., wenn wir es aufführen. Ja, also wir werden noch ganz, ganz oft ganz, ganz viel umschmeißen und lieber dann frühzeitig schon mal was hochladen und wir können das dann diskutieren. Parallel ja. Dran weiterarbeiten könnt ihr ja immer noch, aber es ist immer gut, das relativ früh schon mal anzugucken. Ne? Also auch nicht nur, um diese Lücken zu füllen, sondern auch einfach, ja, damit ihr auch schon mal frühzeitig ein Feedback habt, ob das in die richtige Richtung geht oder ob das jetzt der totale Quatsch ist oder so. Ja, aber okay. Was du jetzt erzählt hast, klingt erstmal total gut. Finde ich. Ja, ich mich gerade frage, ob es nicht dann irgendwann zu viel von diesem Tanzsaal-Thema wird, weil eigentlich finde ich es gut geeignet für Variationen und so weiter. Aber wenn wir das jetzt auch nochmal aufnehmen und wir hatten da ja in der ersten Viertelstunde waren ja jetzt mehrere Stellen, wo das quasi kommen könnte, ob es dann nicht irgendwann zu viel wird. Ja, also ganz einfach gesagt. Das sehen wir dann. Also, ich meine, wir haben uns ja Nibelungen haben wir uns ja am Anfang des Semesters angeguckt, ne, und analysiert. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber wie oft das Siegfried-Thema da in allen möglichen Varianten vorkommt, keine Ahnung. Ja, also das ist immer voll, diese Themen sind immer übertrieben oft da. Und vielleicht muss man dann nur einfach wirklich möglichst mit Variationen arbeiten. Also das kann bedeuten eine andere Tonart. Das kann bedeuten, was vorher in Dur geschrieben war, geht in Moll. Oder man arbeitet mit Modi, also zum Beispiel statt Moll dorisch oder sowas. Ja, also Moll mit großer 6. Oder man macht irgendwie arbeitet pentatonisch oder arbeitet mit Blues-Tonleitern. Man kann ja jedes Thema, was es gibt, kann man ja in unterschiedlichen Arten und Weisen spielen. Und man,
man erkennt es trotzdem wieder. Ja, also gerade so Tonart verändern ist immer ein guter Trick. Ein anderer Trick ist, habe ich auch schon mal erwähnt, eine rhythmische Variation, also dass man augmentiert oder diminuiert, dass man also, was vorher beispielsweise Viertelnoten waren, macht man daraus Achtelnoten, also dass das einfach verkleinert, verschnellert wird oder das Gegenteil der Fall ist. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Deswegen also keine Angst davor, Wiederholung. Und ich finde immer bei sowas, das gilt für Filmmusik genauso wie zum Beispiel auch so für Theatermusik, wo ich ja schon viel Erfahrung mit habe. Man kann sich so am Schreibtisch oder im Studio immer extrem viel überlegen, aber man muss es dann einfach sehen, ob es funktioniert. Und das sehe ich hier ganz genauso. Man muss einfach mal schauen, funktioniert das an der Stelle oder eben nicht. Also sobald ihr was habt, immer hochladen, dann haben wir was zum Diskutieren. Und dafür ist diese Entwicklungsphase, in der wir uns jetzt befinden, ja auch da. So, ich spule mal weiter vor. Hier hatten wir, glaube ich, auch schon was. Das habe ich, glaube ich, habe ich nur leider noch nicht eingefügt. Jetzt kommt... Ja, das ist, glaube ich, die Stelle, wo das Tanzthema aufkreuzt, ne? Das können wir uns ja noch mal kurz im Zusammenhang machen. Ja, habe ich irgendwie nicht ganz sauber geschnitten. Aber da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja einmal dieses Saxophon-Thema, das lässt sich melodisch sehr gut verändern. Es gibt dieses Bass-Thema. Bam, 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 bam. Wenn man das zum Beispiel auf Moll-Basis macht oder auf Ganztonleiterbasis oder auf chromatischer Basis, habt ihr sofort einen Wiedererkennungswert, aber trotzdem fast wie eine weitere Variation oder fast wie ein eigenes Thema. So. Jetzt haben wir ja gleich, kommen wir gleich an eine Stelle, die wir ja auch schon vertont haben, die nach wie vor auch echt gut ist. Aber wo ist sie? Da kommt sie. Die große Friedhofspassage. Wir schauen sie uns mal an und überprüfen, ob wir die noch gut finden. Also hier seht ihr nochmal exemplarisch, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben oben den Film, wir haben unten das Audiomaterial. Und was ich dann später noch machen werde, ist hier unten in der Timeline auch die Tempi entsprechend einstellen. Also das heißt, wenn ihr mir und uns allen noch einen großen Gefallen tun wollt, dann schreibt doch, wenn ihr eure Audio-Files hochladet, auch immer noch die BPM-Zahl dazu. Das vereinfacht auch so einiges. So, jetzt gucken wir mal. Da hatte ich schon einiges zu gesagt. Also schön wäre, wie gesagt, die Autofahrt noch ein bisschen mit aufnehmen, zum Beispiel mit so einem Cello-Auftakt. Die Heuschrecken hätte ich gerne noch rhythmisiert. Das Licht anknipsen wäre noch cool. Was ich gerade zum Beispiel auch dachte, ich will gar nicht übertreiben mit Illustrationen, aber so manchmal könnte man sowas machen wie jetzt. So Theremin-Sound-mäßig oder so. Und da könnte ich mir immer noch vorstellen, dass man dieses wunderschöne Thema, dass es einsteigt beim ersten Mal Hand anstupsen. Das ist cool.
Vor allen Dingen, was ich da ganz gut finde, ist, es ist zwar eine Illustration, aber sie ist nicht so plakativ. Es ist nicht so ein Sackfeld runter, sondern es ist einfach so ein zartes Pling. Funktioniert für mich sehr gut. Okay. Habt ihr da noch Gedanken dazu? Das ist jetzt hier was ganz anderes, ne? Also das ist hier eine sehr nüchterne Situation. Die müsste im Gegensatz zu der Friedhofsszene sehr clean sein, auf eine Art. Und dann kommt natürlich der große Schock, sie war es. Ah ja, und hier mein Lieblingsthema, mein bisheriges Lieblingsthema. Die Monos-Stiftung hat übrigens darum gebeten, mal so, die sind natürlich neugierig, die wollen natürlich gerne schon mal so erste Entwürfe hören. Und ich habe gesagt, na, das kann jetzt noch so ein, zwei Wochen dauern. Jetzt dachte ich mir, vielleicht könnte man diese Sequenz denen mal zeigen, weil die finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Und Robin, vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, da noch mal so ein kleines bisschen zu justieren. Ich sage euch gleich mal wie. Passage ist natürlich für das, was passiert, eigentlich zu powerful, ne? Also es ist cool, dass jetzt hier... So, und jetzt müsste es aber irgendwie zurückgehen. Alternative Idee wäre, dass man diesen Kick-Einstieg einsetzt an dieser Stelle. Habe ich auch schon gesagt, warum? Obwohl, da ist es mit der Snare eigentlich optimal. Ne, Kommando zurück. Das ist sehr cool. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, wie man diesen Zwischentitel, was man damit anstellen kann. Jetzt komme ich da gerade nicht rein. Dass da irgendwie nochmal so ein extra Ton reinkommt oder so. Oder fast wie so ein Vocoder. Ich weiß nicht. Okay, aber jetzt ist nämlich so, jetzt müsste es so ein bisschen vereinsamen und jetzt müsste man diese ganze Stelle hier... Guck mal, du hast da zum Beispiel dieses Ticken. Vielleicht bleibt man auf diesem Ticken stehen. Weil wir sehen jetzt, wie er im Papierkorb wühlt, er hackt einen Plan aus, er findet dann diesen Kragen und so. Ja, und dafür, für diesen ganzen Vorgang ist eigentlich die Musik zu busy. Ja, dieses Basteln, das ist irgendwie, das müsste feiner sein. Aber das Thema an sich ist mega. Ich meine, ich hätte das auch schon, genau, ich habe das nämlich auch nochmal an eine andere Stelle gepackt. Genau, jetzt schaut mal hier. Stück zurück. Das mag ich sehr. Achtet auf die Türen. Türen gehen zu, Beat kommt wieder rein und es ist großes Gewusel im Gerichtssaal. Vielleicht gibt es da noch eine Idee dazu, dass man irgendwie so ganz dezent... Ja.
ist so eine schöne gemeinsame Bewegung. Und ich hatte schon mal von Schreibmaschinen-Sound gesprochen. Ja, und hier ist es zu Ende. Ja, und auch das, ne, könnte underneath weiterlaufen. Also jetzt könnte ich mir vorstellen, dass dieser Groove weitergeht. Dazu jetzt natürlich wäre schön, so ein bisschen Olli-Thema-Reprise oder so. Ihr merkt schon, wir brauchen unbedingt ein Olli-Thema. Es ist Zeit für das absolute Olli-Thema. So. Ich habe dazu vielleicht auch noch kurz eine Frage. Voll gerne. Man hört auf jeden Fall ja raus, dass das jetzt alles noch nicht so hundertprozentig passt zum Bild, weil es tatsächlich eher so eine Idee erstmal war, irgendwie, dass ich was ziemlich Dramatisches irgendwie machen wollte und ja, bin dann halt eher so Hip-Hop-Beat-mäßig vom Ablauf vorgegangen. Weil ich tatsächlich auch im Moment noch nicht so ganz weiß, wie groß jetzt die zu vertonende Szene quasi ist. Weil es war halt Gerichtssaalthema, so die Aussage. Und keine Ahnung, ich glaube, die Szene, in Anführungszeichen, die Szene geht ja irgendwie von einer halben Stunde bis Stunde oder so, dass immer mal wieder Gerichtssaalszenen auftauchen, die aber ja auch alle unterschiedliche Formen nochmal irgendwie in sich haben, also wo man dann jetzt, glaube ich, auch nicht dieses Thema von mir, was ja schon sehr busy und hektisch, wie du schon gesagt hast, ist, ob das da überall dann passen würde, das ist ja auch die Frage. Ne, genau. Also ich fände es cool, wenn du da jetzt nochmal so dran bleibst. Erstmal an dieser Anfangssequenz, so ein bisschen so in Anlehnung an das, was ich gerade gesagt habe oder was wir jetzt hier auch sehen konnten. Und dann nochmal, also ab ungefähr da, wo hier die, da kommen die Boys rein, hier die Richter, ab Minute 35, 30, dass es dann so ein runtergebrochenes Ding ist. Also, dass du vielleicht einfach dann noch einen Loop baust, den man endlos verlängern kann, der einfach nur besteht aus so oder vielleicht sogar mehrere Grooves, die immer ein bisschen abgespeckter sind. Kann auch zum Beispiel nur dieses Ticken oder so sein. Weil dann haben wir die Möglichkeit, dass einfach immer dann, wenn Gerichtssaal, ist eigentlich so ähnlich wie das, was ich eben bei Tim gesagt habe, dann haben wir die Möglichkeit, immer dann, wenn Gerichtssaal ist, das schon mal so drunter zu schieben und dann sehen wir ja, ob da noch was fehlt und wenn ja, was da noch fehlt. Na, aber stimmt total, das ist ja ein Drittel des kompletten Films sozusagen, ne? Also ich habe ja schon mal, aber guck mal, zum Beispiel das hier, jetzt sind wir noch im Gerichtssaal. Und dann geht, sehen wir Eierkopf. Da müsste, wäre es cool, wenn irgendein Element aus deinem Groove noch da wäre und der irgendwie drunter liegt oder den wir drunter legen können. Und oben drüber ist aber so ein bisschen Eierkopf-Thema oder so. Oder hier diese ganzen Journalisten, die hier so am Tisch sitzen und schreiben. Vielleicht fällt einem da noch irgendwas zu ein, wie man das so ein bisschen illustrieren kann. Ich kann ja vielleicht auch einfach mal so ein paar verschiedene Parts zusammenstellen. Mal ja, genau. Mit das Ursound, mal ohne Uhren klicken und ja, weil das also generell ist dir das anfangs nicht zu busy, sag ich jetzt mal, mit der Snare und dem Drop. Da passiert ja schon sehr viel, sag ich jetzt mal. Relativ schnell auch sehr viel. Nee, ich finde es für den Anfang. Zu diesem Übergang, bis das dann, da geht ja dann schon echt relativ die Post ab. Ja, ja, aber ich finde das super, weil das ist jetzt das erste Mal und wir haben ja, wenn es das erste Mal kommt, warte, ich spule mal, gehe nochmal an die Stelle. Ja. Was ich da wichtig finde. Also was ich richtig gut gelungen finde, ist, guck mal, du hast vorher, vielleicht müsste, das müssen wir nämlich auch nochmal sehen, ob das Klavier vielleicht schon vorher anfängt. Vielleicht fängt das Klavier schon an bei jetzt. 3 Monate später hatte Paris seine größte Sensation seit dem berühmten Fall Madame Steinheil, was auch immer, wer auch immer das ist. Aber dass da das Klavier im Prinzip schon drunter läuft. Na, ich habe es jetzt hier, weil ich hätte es schneiden können, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Aber dass das schon läuft und was ich halt gut finde ist, guck mal, das ist jetzt das erste Mal, dass überhaupt von diesem Gerichtsdings gesprochen wird. Und das ist ja eine Riesensensation. Also diese Gerichtsverhandlung scheint eine Riesensensation zu sein. Deswegen, das kann gar nicht busy genug sein. Und dann geht die Tür auf und jetzt kommen die Leute alle reingeströmt. Ich mag das voll mit der Snare. Vielleicht gelingt es dir noch irgendwie diese ganze Strecke
von da, wo wir gerade gesagt haben, wo das Klavier einsetzen soll, bis hier überall, das nochmal so zu bauen, dass es genau zu dem Film passt. Und zusätzlich, wie gesagt, was du gerade vorgeschlagen hast, finde ich super, einfach so verschiedene Loop-Elemente oder so, die man dann für später, für spätere Sequenzen... Genau, die man dann beliebig irgendwie, wenn man einen Überblick so langsam hat, ja, dann da irgendwie einzeln einbringen kann. Ihr werdet sehen, ich habe nämlich so mit ein paar anderen Themen, die wir noch haben, habe ich genau das auch schon gemacht, an verschiedenen Stellen, wo ich so dachte, naja, das müsste, zum Beispiel das Hotelthema, das gucken wir uns gleich auch noch an, das kommt zum Ende. Das ist jetzt auch erstmal nur ein kurzer Loop von, weiß ich nicht, 30, 40 Sekunden oder so. Aber ihr werdet gleich sehen, dass es grundsätzlich gut passt und man wünscht sich da natürlich noch ein bisschen mehr Variation. Aber damit man so ein Gespür dafür kriegt, ob das überhaupt hinhaut oder nicht, ist es total gut, solche Loop-Sequenzen zu haben. Hier ist es ja auch so, das ist alles Gerichtssaal, aber hier ist der große Monolog von Olli. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber trotzdem wäre es natürlich cool, wenn da irgendwas von dem ursprünglichen Loop noch weiter drunter durchläuft. Und wenn es nur dieses Ticken ist, ja. Genau, so sphärische Klänge oder ja, irgendwas, die man dann vielleicht genau harmonisch da noch drunter hätte und dann trotzdem irgendwie jetzt das Olli-Thema ja oder sonst was. Und wir haben nämlich auch ein anderes Problem, in Anführungsstrichen, okay, sagen wir Herausforderung. Wir haben nämlich die Situation, dass es ja immer diese Rückblenden gibt, ne? Und da muss ja trotzdem irgendwie klar werden, musikalisch, wir sind eigentlich noch im Gerichtssaal, aber ihr wird sich erinnert an diese Szene. Und es gibt ja verschiedene, nicht erinnert, also das ist, wie sagt man, wie nennt man das? Ist ja diese, er beschreibt ja, was er denkt, wie es gewesen ist. So, ne? Und das hier, diese Überblendung, die da auch ist mit dem Minister und dem Richter und so. Also das heißt, musikalisch muss es irgendwie noch im Gerichtssaal verankert sein, aber trotzdem brauchen wir dann vielleicht sogar ein bisschen aus dieser Originalszene von vorher. Vielleicht muss da sogar ein bisschen Tanzsaalmusik irgendwo im Hintergrund laufen, weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Und das kommt ja dann nochmal wieder eine quasi Rückblende. So, und da ist sogar The Band Again. Also, ne, also es ist schon echt eine komplexe Angelegenheit, unser Werk hier. Gut. Immer noch Gerichtssaal. Also, da brauchen wir ein bisschen was. Aber das musst du auch nicht alles alleine machen, sondern es wäre gut, wenn man so ein paar Stems oder so ein paar Einzelsounds hätte und alle anderen dürfen sich daran natürlich auch bedienen und können dann irgendwie mal selber was ausprobieren mit diesen Loops, die du jetzt angelegt hast. Weil das ist ja manchmal, inspiriert einen das ja auch, wenn man einfach nochmal so ein paar Loops oder Sequenzen oder so von jemand anderem hat und die weiterdenkt und weiter bearbeitet. So, jetzt müssten wir gleich wieder an eine Stelle kommen, die ich schon mit etwas unterlegt habe. Ich will gar nicht jetzt den ganzen Film durchsprechen, sondern eigentlich mich auf das beschränken, was wir haben. Also da oben kann ich ja gucken. So, also ja, hier ist zum Beispiel die Stelle, die wir letztes Mal von Lisanne schon besprochen haben. Ich weiß nicht, ob Lisanne heute da ist. Hat sich da nochmal was getan? Ist das ein bisschen weiterentwickelt worden, dieses Klavierding? Also ich habe mich auf jeden Fall mit deinen Anmerkungen ein bisschen dran gesetzt. Wir haben es jetzt nur noch nicht letzte Woche geschafft, Janis und ich, das irgendwie zusammenzulegen. Aber wir haben es auf dem Schirm. Hurra! Ja, das ist doch schon mal super. Also sobald da auch irgendein neuer Zwischenstand ist, ich habe auf Panda noch einen neuen Ordner jetzt mal hochgeladen, reingestellt zum Hochladen. Genau. Weil an sich ist das irgendwie ganz schön. Ah ja, und hier ist die Stelle von, die Konrad hochgeladen hat. Ja. Da sieht man auch eine weitere Herausforderung, so Übergänge, ne?
cool mit dem Schlussakkord eigentlich. Achtung jetzt. Vielleicht muss man das tonartmäßig aneinander anpassen. Aber schaut euch mal diese Sequenz an, die finde ich sehr gelungen. Blasen, ist es dir gelungen, dass es da genau synchronisiert ist, aber auch eben nicht so super bemüht. War das die Stelle, die ich meinte? Lass mich nochmal zurück, ein kleines Stück zurück. Ich finde es gut, dass es nicht so voll übertrieben gemacht ist, sondern dass es eben nur so partiell passiert. Da fände ich es gut. Hier müsste vielleicht irgendwie sich das Eierkopfthema andeuten, was wir ja noch nicht haben, aber schon mal für den Hinterkopf. Und ich finde diesen Rhodes fast ein bisschen zu viel, zu häufig. Ich würde mal überlegen, ob man versuchen könnte, diese melodischen, atonal melodischen Rhodes-Parts für die Sprache einsetzt. Wie hier zum Beispiel. Ja? Das ist Eierkopf. Eigentlich heißt er Emil, aber wir nennen ihn Eierkopf. Also natürlich nicht mit Sprache, sondern mit dem Rhodes. So als wäre das ein gesprochener Text. Hier spricht sie die ganze Zeit, ne? Vielleicht macht man sogar, probier doch mal aus, ganz simpel, Rhodes, wenn er spricht, tiefe Lage, wenn sie spricht, 2 Oktaven höher. Also ich finde, das ist ein grundsätzlich schon mal echt ein Treffer. Und da kann man noch ein bisschen, da geht noch was, da ist noch so ein bisschen was möglich. Auch hier, das ist ja so eine Straßenszene, sowas Vergleichbares taucht ja immer mal wieder auf. Vielleicht kannst du diesen Pet-Sound, den du da drunter hast, auch mal nochmal extra hochladen als Audio-File separat, sodass man, damit man die Möglichkeit hat, sich den auch nochmal extra anzuschauen. Ja, kann ich machen. Meinst du denn jetzt mit, wenn sie sprechen, also wenn sich die Lippen im Video bewegen oder wenn der Text im Bild zu sehen ist? Ja, sowohl als auch. Also ich finde ja, was ich gut finde, was dir da total gut gelungen ist, dass das nicht so immer 1:1 genau stimmt. Aber dass man das so ein bisschen, dass es so leicht anskizziert ist, dass man so ein bisschen, es könnte ein bisschen weniger oft sein. Und mal auf Text, mal auf Lip-Sync. Okay, ja. Kann ich nochmal ein bisschen probieren. Genau, ich finde auch, das muss man probieren. Ich finde, man sieht hier schon, dass du da so grundsätzlich ein gutes Gespür hast, was man da machen kann. Und
einfach noch mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen rumprobieren. Das fände ich irgendwie gut. Jetzt haben wir nächste Stelle, die wir auch schon haben, ist der schwarze Storch. Da hat sich aber, glaube ich, nicht viel dran geändert bisher. Ich kann dazu höchstens nur noch mal sagen. Moment. Dass ich das nach wie vor sehr gut finde. Auch ein schickes Thema. Wobei, das habe ich ja schon mal gesagt, da wäre noch der Wunsch, dass man es noch ein bisschen genauer synchronisiert kriegt. Ich hatte noch so eine Idee zu dem Kokser. Das finde ich irgendwie wirklich gut. Das könnte noch, habe ich schon gesagt, ne, könnte jedes Mal noch mal irgendwie eine andere Farbe dazu kommen. So ganz dezent. Koksmaxe. Diese Hyatt-mäßige Figur vielleicht wirklich erst, wenn er aufkreuzt oder wenn er das erste Mal sich die Nase pudert, dann hat man das auch ein bisschen anillustriert. Okay, aber das haben wir schon mal sehr ausführlich besprochen. So, hier fehlt uns noch was. Und darf ich ganz kurz, ich hatte zu dieser Szene noch eine Atmo. Aha. Gemacht, aber die ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig hochgeladen habe. Ich habe das, weil ich habe gesehen, sie haben einen neuen Ordner gemacht mit Neues und Updates. Ich habe ja das in den alten Ordner noch hochgeladen. Ja, das macht das nichts. Letzte Mal schon mal zur Ansicht, aber jetzt hatte ich dann das unter das Video noch mal gepackt. Ja. Warte, ich stopp mal kurz hier die Geschichte hier. So, warte mal. Aber das ist dann wirklich nur rein atmosphärisch, also hat dann nicht keine musikalischen Elemente. Da müsste man gucken, ob man das so behält und nur ganz leicht die musikalische Untermalung macht mit einem Thema. Ich weiß nicht, ob es dazu ein Thema gibt, das vorgesehen war. Ich guck mal, ob ich das gerade finde. Weil ich habe heute noch mal einen ganzen Schwung runtergeladen. Vielleicht ist es mir, habe ich es übersehen. Ich habe es vorhin erst hochgeladen. So 15 Uhr ungefähr. Deswegen haben sie es vielleicht noch nicht. Was ist denn heute? 19. Mai ist nicht, ne? Leider nicht. Schon wieder ein Jahr verschenkt. Dann lade ich das doch mal schnell runter. Es müsste eine Movie-Datei sein. Ah, das ist gut. Dann machen wir das nämlich so, dass wir einfach uns diese Movie-Datei angucken. Ja, ich habe es einfach versucht, so ein bisschen ungefähr rauszuschneiden. Und mal so drunter gelegt. Ein bisschen was. Das ist also eine ältere Version, die hatten wir schon mal besprochen vor einiger Zeit, aber ich habe da noch ein bisschen was reingepackt. Ja, finde ich super. Ah, hier ist einiges. Lichter der Welt statt Regen. Genau, das ist für nur noch eine spätere Szene, dann, wo die dann mit dem Eierkopf im Regen steht. Goldene Taube oder Schatten der Welt statt Gericht? Nee, das mit der Taube, aber es heißt, glaube ich, Traube, ne? Ich habe mich da verschrieben. Ja, ich weiß, macht aber nichts. Also warte mal, hier habe ich jetzt einmal Idee, Sounddesign, Schatten der Welt statt... Das sind die älteren Sachen. Das sind die älteren Sachen. Ah, jetzt Movie-Datei, richtig, sorry, genau. Warten. Ah, da öffnet sich der QuickTime-Player von ganz alleine. So, okay. Dann. Ich dachte, das ist jetzt nichts Musikalisches, also das ist dann rein atmosphärisch. Ja, ist so gut. Atmo gedacht. Ich teile das mal kurz hier auf YouTube. Super. Ja, das ist sehr, sehr gut.
Könnte man noch überlegen, ob man dann, gab es ein Thema dazu für eine Gruppe? Nö, bisher nicht. Aber ich finde, mehr braucht das auch gar nicht. Also das ist ja der schrecklichste Ort von allen eigentlich, ne? Mhm. Außer es gibt noch einmal so eine Stelle unter der Brücke, wo die da so liegen. Das sieht fast aus, als wären das Ratten oder so. Da könnte das sogar auch passen. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Sorry, ich bin nur gerade abgelenkt. Ja, hier schaltenundwalten.com. Nee, das ist richtig gut. Was daran einfach gut ist, es ist sehr spooky und es ist aber sehr schlicht und du hast so ein paar fast so Field-Atmos oder sowas mit reingemacht, ne? Oder habe ich die... Ich hatte, nachdem ich die Szene jetzt öfter mir auch mal angeguckt habe, hatte ich ein bisschen so diese Assoziation mit so einer wie nennt sich das? Opiumhöhle. Ja. Die es dann immer so bei Sherlock Holmes und so immer so ein bisschen gab. So in der Art. Ja, voll. Also das, ich finde, das ist sehr gut und ich finde, das ist auch so eine Stelle, die lebt sehr stark von dem Mienenspiel von ihr auch, also gerade die Augen, ne? Sie guckt ja dann so und man sieht an ihren Augen das Entsetzen oder so dieses Erstarren, was sie da vorfindet, wie schrecklich das alles ist und so. Und das überhaupt nicht zusätzlich illustrieren, sondern wirklich dann nur diese Soundfläche funktioniert für mich sehr gut. Also gerne auch nochmal als Audio-File hochladen, dann kann ich das mal entsprechend dem, was du da jetzt anskizziert hast, das schon mal unter diesem Master-Track drunter basteln. Hm? Mach ich. Ja, schick. Und wir gehen wieder in das Projekt. Bildschirmteilung. Oh. Ich lese gerade im Chat. Aha, gehe ich gleich drauf an. Wir gehen mal kurz weiter. So, und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben. Nein! Nein! Ich hab's verkackt. Alles nochmal. Ich ahnte schon, dass das irgendwann passiert. Warte mal, das muss ich jetzt aber so nicht machen. Also man kann das auch wieder kleiner machen. So, da waren wir eben schon mal kurz. Genau. Schwarze Traube. Schwarze Traube zu Ende. Ah ja, okay. What? So, jetzt gucken wir uns wieder das. Ja. Das ist auch noch eine ganz spannende Geschichte. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Hotel und da wollte ich euch ganz gerne was zeigen. Und zwar, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Hotelthema vielleicht schon mit dem Text hier anfängt oder eben nicht. Aber das sind natürlich dann so Entscheidungen, die davon abhängig sind, was wir eben vorher haben, ne? Wobei hier ist es halt so, da ist ja diese Regenszene. Ich glaube, Niklas, da hattest du auch was hochgeladen, ne? Das höre ich mir dann auch nochmal an. Ja, genau, da habe ich auch noch. Das ist dann aber nur wirklich so Regengeräusche, also nicht musikalisch, sondern wirklich nur Atmo. Aber da können wir so mit musikalischen Überblendungen bestimmt ganz gut was machen. Also vielleicht deutet sich das Hotelthema dann an der Stelle an. Jetzt gleich geht es nämlich los. Und ich finde das wirklich, dass das gut funktioniert. Das hat Leander im Wesentlichen, glaube ich, gemacht. Oder ganz alleine.
So, jetzt passt auf, jetzt kommt's nämlich. Das finde ich halt diese Ödnis, dieses Warten ist hier sehr gut getroffen durch diese Monotonie. Es ist jetzt ein relativ kurzer Loop, der sich gleich andauernd wiederholt, aber die Grundstimmung funktioniert richtig gut. Das wäre jetzt nochmal ein Appell an die Gruppe. Oh, Pistole. Ja, das könnte man, kann man jetzt natürlich noch so ein bisschen ausschmücken, ne? Durch irgendwie sowas. Immer da kommt. Da kommt Eierkopf rein. Ich will nicht alles durchillustrieren, habe ich schon gesagt, aber trotzdem hier so ein anschwellendes Becken, wenn man diesen Schatten sieht. So ganz dezent irgendwas machen. Ja. Also wir brauchen eigentlich von dieser Hotel-Atmo eine Long Version. Hier wiederholt sich der jetzt zum dritten Mal, der Loop. Und hier bei der Treppe zum Beispiel könnte man sowas einbauen. Ich nenne das mal Halbillustrationen herstellen. Ja, das wäre natürlich auch etwas, womit wir spielen können. Wir sehen ja jetzt zweimal diese Schritte, ja. Und noch wissen wir nicht, wer da die Treppe hochkommt. Und ein Versuch wäre es wert, Granier-Thema, haben wir das schon? Ne, haben wir noch nicht, ne? Sobald ein Granier-Thema da ist, da so motivisch was anzudeuten. Oder wenn wir zum Beispiel das Minister-Thema haben, dass wir an der einen Stelle, wenn man die Füße sieht, das Granier-Thema anteasert und das andere mal den Minister oder so. Und so könnte man das Rätsel, wer geht denn da jetzt die Treppe rauf, noch verstärken. Wir schauen mal weiter. Und ich finde, ich habe gar nichts dagegen, wenn dieses Thema fast songmäßig ausgestaltet würde. Also beispielsweise, wenn jetzt gleich der Zwischentext kommt, kommt eine rhythmische Komponente dazu, Fingerschnipsen, vielleicht sogar Drums. So ein bisschen erinnert mich das gerade an die französische Band Air, was wir gerade hören. Das ist ein cooles Thema. Haben. Und jetzt wird es nämlich interessant, also auch hier brauchen wir etwas, was die Möglichkeit bietet, mit Variationen von anderen Themen zu arbeiten. Denn jetzt haben wir ja gerade schon Olli gesehen, jetzt ist da Granier in Großaufnahme, oh, der wird ganz traurig, der Herr. Und da treffen die beiden sich. Also das müsste ja irgendwie schon so Liebesthema, aber Hotel Engelke-Style sein.
Also ihr versteht, was ich meine. Also die Grundnote, die Grundstimmung ist da. Aber hier, wenn die sich so im Arm nehmen, ich glaube, warte mal, hier ist doch diese kleine Sequenz. Ich habe das getan, weil ich dich liebe. Da küssen die sich ja fast. Und da müssten sich mal, müsstet ihr euch mal austauschen mit Kim, dass man dieses Kussthema in der Tonart, in der wir hier sind, nochmal wieder aufgreift. Also aneinander anpassen. And so on and so on. Eierkopf am Start. So, und hier ist wieder, hier ist ja auch wieder Rückblende angesagt. Also vielleicht schafft man es auch hier. Grundstruktur, Hotelthema, gekoppelt mit dieser Mordszene von vorher. So, jetzt, jetzt kommt was Schönes. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche das erste Mal gesehen. Das Einzige, was ich verändert habe, ich habe das Thema runtergepitcht. Ah, jetzt kommt die Mutter. Dame mit so einem hippen Sound zu unterlegen ist, mag ich sehr. Jetzt achtet mal auf das Hinknien. Fast, oder? Vielleicht gelingt es noch dieses, wenn die Knie auf den Boden rutschen, dass da erst der Drop ist. Ich weiß nicht, ich mag das jetzt die ganze Zeit, aber jetzt fängt es so langsam an, wenn die da sich zum Stuhl bewegen, da fängt es so langsam an, dass es nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also dieser Aussteiger müsste ein bisschen früher kommen, glaube ich. Aber das ist toll. Ja, und da bin ich dann einfach wieder zurück ins Hotelthema gegangen. Und ich finde, das funktioniert gut. Meine Mutter hatte recht. Du warst unschuldig und musstest freigesprochen werden. Wärst du verurteilt worden, so hätte ich dir... Schade, war eh eine scheiß Idee. Man könnte es mal probieren. Ich glaube aber, es ist zu cheesy. Da ist jetzt überall das Hotelthema drunter, aber was zum Beispiel noch gut wäre, sowas, ja, dass das irgendwie, dass da ein neues Instrument reinkommt, dass da einfach nochmal eine Art Variation Reset läuft. Das ist eine wichtige Stelle mit dem Türklingeln. Und ihr merkt auch, je länger man dieses Hotelthema hört, desto mehr nutzt es sich dann irgendwann doch ab. Aber es ist eigentlich relativ gut schon. So, und jetzt ist der Film gleich zu Ende. Ihr müsst natürlich noch aus dem Hotelthema heraus etwas sehr Trauriges entstehen. Aber Kompliment an Moritz Holstein. Jetzt schauen wir mal den Übergang zum Schluss. Thank you.
Das Kritzeln habe ich noch von vorne da rein montiert. Hier ist noch so ein kleines lustiges Accessoire. Ganz zum Schluss. Ich muss die Musik ein bisschen lauter machen, damit man das mehr merkt. Also das ist, glaube ich, einfach das losgelassene Klavierpedal. Passt aber zufälligerweise genau zu diesem Schriftzug gefördert durch die Mittel der bla. Mir gefällt das gut. Ich weiß nicht, letztes Mal war ich ja, glaube ich, auch schon angetan, aber noch nicht ganz so vielleicht. Was mir so gut gefällt, ist, dass es so neutral ist irgendwie, ne? Also wirklich so wie so ein richtiger Epilog. Also wenn das, wir wissen ja noch nicht so ganz genau, was wir mit diesem Ende machen. Ob das so ein dramatischer Schluss wird oder ob es irgendwie so auströpfelt, dramaturgisch. Also ich glaube fast, es müsste so eine ganz krasse Tristesse sich einstellen. Also so den Blick, den sie hier hat, diese Geste so aufnehmen. Und dann könnte fast das Thema von Moritz noch später kommen. Also quasi nach dem Endeschild erst. Also das ist wirklich das Ende, Stille. Und dann, ich kann es ja mal so. Das habe ich jetzt nur deswegen so geschoben, weil das an anderer Stelle so gut passte, ne? Probieren wir mal aus. Nee, zu früh. Also wenn dann echt später, wenn dann wirklich... Damn it! So irgendwie. Und auch hier wäre natürlich mega cool, wenn sich das Tempo, das habe ich aber, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gesagt, sich an das Einblenden der Schriftzug orientieren würde. Wir können uns das natürlich auch irgendwie so hinwarpen, aber ja. Well. Mal fast den ganzen Film mal einmal durchgeguckt. Ist doch wunderbar. Jetzt wissen wir, was noch zu tun ist. Also ihr seht, da sind noch einige Lücken. Da ist noch Luft nach oben, wie man so schön sagt. Ich finde aber auch, dass wir schon echt einiges erreicht haben. Da sind schon tolle Sachen dabei. So, jetzt gucke ich mal kurz, was steht hier im Chat. Vielleicht auch ganz spannend mit so einer überraschenden musikalischen Idee, wenn wir so viele andere Sachen harmonisch anpassen. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie es gemeint ist. Ist Tim denn noch da? Jo, ich bin noch da. Das war eben bei dieser Szene bei Nacht, wo dann die Trompeten oder was das waren, relativ laut reingekommen sind. Da sagtest du, dass man das vielleicht von der Tonart noch anpassen könnte, weil es da sehr überraschend war, nach dem letzten Klavierakkord, den du so gut fandest. Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Auf jeden Fall in der Szene meintest du, man könnte das ja noch anpassen. Da dachte ich mir, wenn wir jetzt so viele andere Sachen immer anpassen und immer Übergänge machen, wäre das vielleicht auch eine coole Überraschung, aber muss man halt dann im Kontext sehen, wenn es weiter fortgeschritten ist und man das alles mehr sehen kann. Total. Also ich finde auch so eine Bitonalität oder so manchmal kann total gut funktionieren. Wir hatten das kurz mal besprochen bei diesem Ausschnitt von Kim, dass man Autofilter runtergefiltert wird und das andere dazukommt. Und dann kann das auch funktionieren, dass das zwei völlig verschiedene Tonarten sind. Und manchmal ist es dann gerade cool, wenn sich das dann so richtig beißt und so. Aber du hast vollkommen recht, das muss man dann hinterher sehen.
Und Kilian hat noch eine Idee hochgeladen. Dann wollen wir uns die doch auch noch mal kurz reinfahren. Das hat sich aber auch schon fast erledigt. Also ja? Das war jetzt nur das, was du auch schon eingebaut hattest bei der Mutter. Ach so. Das hatte ich jetzt zur ersten Begegnung hinzugefügt. Aber ich fand das jetzt so viel besser, wie du es jetzt gemacht hattest. Ja. Das fand ich viel, viel besser. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da gemacht? Ich hab also die sehen sich ja auch schon am Anfang, ich glaube bei 1 Stunde 14 oder 15. Mhm. Also die Mutter und Olli. Und da hatte ich das mal drunter gelegt und einfach mal ausprobiert, wie das klingt. Und es war okay, aber ich fand es so jetzt in der Version, fand ich es viel besser. Also das, was ich da zusammengebaut hatte, dass es zur zweiten Hälfte des Films viel besser passte. Ja, super. Aber da kannst du ja auch nochmal, das kommt ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, an zwei Stellen kommt die Mutter ja vor. Also einmal direkt im Anschluss an diese Gerichtsszene. Genau. Relativ lang und dann ist es ja später nochmal der Ausschnitt, den wir gesehen haben. Und da kannst du oder ich weiß nicht, ja nochmal gucken, wie man das jeweils nochmal genau anpasst oder so. Es kann ja auch zum Beispiel beim zweiten Mal, also da, wo es jetzt saß, intensiver sein und beim ersten Mal ist es schon da, aber mit ein bisschen weniger Instrumenten oder so, ein bisschen ausgesparter. Dann hat man noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich finde es erstmal, wie gesagt, sehr cool. Ja, und hier lichtet sich auch schon so ein bisschen das Bild, ne? Haben wir nicht heute mit über 20 Leuten angefangen? Jetzt sind wir nur noch 11 Leute. Ich bin ja auch gerne im Paderquellgebiet, aber wir müssen auch ein bisschen arbeiten müssen wir auch. Wir haben einen Kompositionsauftrag. Ja, aber ich kann das total gut nachvollziehen. Jetzt gibt es diese vielen endlich Lockerungen. Jetzt ist endlich schönes Wetter und jetzt will man natürlich auch irgendwie mal ein bisschen raus. Außerdem habe ich ja vor einigen Wochen das schon so angekündigt. Da bleibe ich auch dabei. Wir sind jetzt in der Kompositions- und Produktionsphase und ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass ihr alle weiterarbeitet. Dass wir wirklich jetzt, wir brauchen jetzt dringend mal langsam die Hauptthemen. Also wir machen nächste Woche nochmal so eine halb asynchrone Session wie heute und am 23., also in 2 Wochen, möchte ich dieses Zusammensetzen nochmal ein bisschen weiter forcieren, also dass wir da echt schon möglichst alle Themen und Ideen zusammen haben, dass man möglichst, so wie wir es heute schon gemacht haben, den ganzen Film mal durchgehen kann, damit wir sehen können, hey, das funktioniert schon, das funktioniert noch nicht, hier brauchen wir nochmal eine Variante davon und so weiter. Also ihr merkt, das ist vielleicht das, was man heute ganz gut rausgekriegt hat. Das ist schon eine ganz schöne Tüftelarbeit. Und, nee, eigentlich nicht und. ja, ich freue mich auf die weiteren Ergebnisse und bleibt dran. Schönen Tag euch noch, schöne Woche und nächste Woche geht es dann an dieser Stelle weiter. Sagt es allen weiter und macht's gut. Also, ciao. Tschüss. Tschüss.